Und damit hallo und herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem weiteren Path of Titans Video, in dem ich euch mal alle Dinosaurier zeigen möchte, die man dann später zum Release spielen kann. Für alle, die noch nicht wissen, wann das der Fall sein sollte, der Pre-Release ist im späten September diesen Jahres. Das heißt, dann können alle Vorbesteller, die das Spiel jetzt schon gekauft haben und vorbestellt haben, die Vorab-Version dann anspielen und hoffentlich schon eine Menge Spaß haben. Ihr könnt natürlich, wenn ihr das Spiel jetzt vorbestellt, auch schon einige Sachen ausprobieren. Die Charaktererstellung, ihr könnt fischen gehen mit einem Suchomimus und. Also da gibt es schon einige Funktionen und da kommen auch nach und nach immer mehr Funktionen dazu, die man dann testen kann. Wo ihr das Spiel erwerben könnt, das findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zu den 18 Dinosauriern, die zum Release spielbar sein werden. Davon sind 8 Pflanzenfresser, unter anderem der Balzboldia. Habe ich so noch nie gehört, sieht aber verdammt cool aus. Das ist jetzt hier auch der Bäcker-Skin, das heißt, das ist ein Skin, den man bekommt, wenn man ein bisschen mehr Geld bezahlt. Sieht ziemlich cool aus. Ihr müsst auch immer bedenken, wenn ihr so einen Dinosaurier seht, dann habt ihr echt noch viele Möglichkeiten, den zu variieren von der Farbe, Optik. Und hier gibt es sogar diese Unterarten noch, wo die dann wirklich eine andere Körperform haben, was ich mega cool finde. Ihr seht jetzt, der ganze Körper ändert sich und dadurch sieht der komplette Dinosaurier anders aus. In der Regel gibt es davon immer 3 Stück und das sorgt wirklich für coole Variationen bei den Dinosauriern. Der nächste Pflanzenfresser auf der Liste ist der Camptosaurus. Auch hier klicken wir immer die Unterarten durch, damit ihr die mal seht. Ziemlich cool. Ich mag ja so Dinosaurier, wenn die solche kleinen Zacken oder Stacheln auf dem Rücken haben. Den kann man sogar schon spielen und ich würde sagen, die gucken wir uns jetzt auch mal in-game an. So, da seht ihr ihn mal in voller Pracht in-game. Ich werde euch jeden Dinosaurier zeigen, den man schon spielen kann, dass ihr den auch mal dann in Aktion seht, wie er sich so bewegt, was er so für Laute macht. Ein kleiner Pflanzenfresser, eher so ein Fluchttier. Habe ich vorher auch noch nie gehört. Schreien kann er natürlich auch. Die ganzen Schreie werden wir jetzt aber nicht durchgehen. Ist aber sehr süß. Sieht auch cool aus. Springen kann er auch. Kann er denn angreifen? Ja, der kann so ein bisschen zuschnappen. Und der nächste auf der Liste ist der Eotriceratops. Und bei dem können wir auch mal die Unterarten schnell durchgehen. Kann man sogar so Härchen hinten drauf machen. Also das mit diesen Unterarten, ich weiß gar nicht, nennt man das genau Unterarten? Falls ich falsch liege da, ob man das irgendwie anders nennt, dann könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall finde ich das ziemlich cool, dass man bei jedem Dinosaurier noch so 3 Variationen hat, dass die sich auch wirklich von der Form und von den Merkmalen nochmal komplett ändern. Ja, sowas wie Härchen oder so Zacken finde ich sowieso immer mega cool. Und der sieht auch an sich ziemlich cool aus. Und dann haben wir den Kentrosaurus. Den kennen wir ja alle, ist sehr cool mit seinen riesigen Stacheln am Körper. Ich bin echt gespannt, wie der sich später im Kampf schlagen wird gegen größere Fleischfresser. Ob der auch mal so einen Tyrannosaurus oder so in die Flucht schlagen kann. Der wird ja wahrscheinlich auch relativ gefährlich sein. Auch hier klicke ich nochmal schnell die Unterarten durch. Oh, der kann auch so Härchen haben, wie cool. Und die Hörner haben sich auch so leicht von der Positionierung und Größe geändert. Als nächstes haben wir den Lambeosaurus. Der sieht auch ziemlich cool aus, wie ich finde. Hier können wir uns auch nochmal so ein bisschen durchklicken. Oh, da kann man auch so Stacheln hinten auf dem Rücken machen. Das ist so cool. Also die Character Creation von Path of Titans ist wirklich Premium. Gefällt mir richtig gut. Und dann haben wir hier wahrscheinlich einen Favoriten von vielen, nämlich den Stegosaurus. Sieht auch echt cool aus von der Körperform. Auch hier mit seinen Platten, die er auf dem Rücken hat. Hinten die Stacheln. Kann man wahrscheinlich auch noch alles abändern hier. Ja. Richtig cool, dass man hier die Größe und so variieren kann von den Stacheln. Dadurch wird dann später, wenn man so eine größere Herde oder Gruppe bildet, wird dann jeder auch komplett anders aussehen. Und dann kann man die auch wirklich erkennen am Äußeren. Nicht nur, wenn man dann den Namen oben drüber sieht. Dann haben wir hier als nächsten den Struthiomimus. Den kann man auch gleich wieder spielen. Das heißt, den werdet ihr gleich auch noch in-game sehen. Aber ich schalte mal kurz die Unterarten durch. Den kann man nämlich hier ganz tolle Federn verpassen. Und ein Federkleid. Finde ich richtig cool. Und da seht ihr den Struthiomimus schon in-game. So sieht er aus. Auch richtig cool. Ich finde auch die Animation und Bewegung in Path of Titans von den Dinosauriern richtig gut. Der Struthiomimus hat, glaube ich, relativ viel Ausdauer. Ist auch sehr schnell unterwegs. Aber der braucht einen kleinen Moment, bis er auf Tempo kommt. Aber ich glaube, wenn er erstmal am Rennen ist, dann bekommt den so schnell kein anderer Fleischfresser mehr. Vor allem, der kann ja auch springen und sowas.
Der könnte hier auch zum Beispiel auf einen, oder von dem Berg runterspringen. Ins Wasser vielleicht. Ah, fast. Nicht ganz. Zuschnappen kann er auch. Wird aber wahrscheinlich später dann nicht viel Schaden machen. Macht auch nicht viel Sinn. Ist ja eher ein Fluchttier. Aber trotzdem ein sehr gelungener und cooler Dinosaurier. Und der letzte Pflanzenfresser, der bei Path of Titans ab dem Pre-Release dann spielbar sein wird, das ist der Styracosaurus. Und der ist auch meiner Meinung nach richtig, richtig gut gelungen. Ist jetzt hier auch ein cooler Skin. Ich habe hier übrigens mal einen Skin ausgewählt, den ich so gar nicht freigeschaltet habe. Die kann man nämlich hier sich auch schon angucken. Die sehen auch verdammt gut aus. Bin mal gespannt, wie man die dann später freischaltet. Also ich gehe ja davon aus, dass man die mit Quests freischaltet und. Das wird, glaube ich, ziemlich interessant werden. Deswegen auch hier das Ganze mal durch. Oh, den kann man auch Härchen verpassen. Und die Hörner und sowas ändern sich auch. Der Nackenpanzer hier ändert sich ein bisschen. Richtig cool. Auch einer meiner Favoriten, muss ich sagen. Von den Pflanzenfressern. Ihr könnt ja jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, welcher von diesen 8 Pflanzenfressern euer Liebling ist. Und jetzt kommen wir schon zu den 10 Fleischfressern. Da haben wir als allererstes den Allioramus. Allioramus, so spricht man ihn, glaube ich, aus, ne? Also seid mir da bitte nicht böse, wenn ich es falsch ausspreche. Könnt ihr aber trotzdem gerne in die Kommentare schreiben, wie man es richtig ausspricht. Ob ich es dann in Zukunft machen werde, das sei mal dahingesagt, weil das bekomme ich eigentlich nie hin. Sieht aber auch cool aus. Ist schon fast so ein kleiner Raptor, ne? Ich kann es gerade gar nicht von der Größe genau einschätzen, ob er nicht eventuell ein bisschen größer ist. Hat aber auch so ein kleines Federkleid. Finde ich ziemlich cool. Schalten wir auch mal hier durch. Da kann man die Form aber auch erheblich ändern. Dadurch sieht er schon ganz anders aus. Der ganze Schädel und sowas ändert sich. Und dann haben wir hier den Allosaurus. Auch einer meiner persönlichen Favoriten unter den Fleischfressern. Sieht auch verdammt cool aus in dem Spiel. Kann man aber leider noch nicht anspielen. Klicken wir auch mal hier durch. Den kann man aber auch cool variieren. Auch so mit so Stacheln oben. Oder so kleinen Zacken. Ziemlich cool. Hier sieht er auch mal noch ein bisschen bulliger aus, der Schädel. Können ja noch mal ein bisschen die Skins durchklicken. Dauert leider mal ein bisschen, bis die teilweise laden. Also ist der Skin nicht. Müsst ihr einen Moment warten, seht ihr? Das hat dann nämlich auch hier die Maserung. Hier kann man natürlich auch noch mal durchklicken. Ich freue mich echt auf diese Skins. Hier gibt es auch Albinos. Oh, das sieht auch heftig aus, ne? Mit dem roten Auge dann. Hammer. Und jetzt kommen wir zu dem Ceratosaurus. Der sieht auch verdammt cool aus. Können wir auch nochmal durchklicken. Da ändert sich auch hier der Körper komplett. Hier sieht er so ein bisschen bulliger aus. Und natürlich hier oben der Schädel ändert sich, gerade was die Hörner und so angeht. Ändert sich halt komplett. Ziemlich cool. Der nächste Fleischfresser ist der Concavenator. Können wir auch nochmal durchklicken. Kann man auch sogar so ein paar Härchen verpassen. Ziemlich cool. Und auch dieser Höcker oder das Segel, was er auf dem Rücken trägt, ändert sich so ein bisschen. Den kann man auch in-game spielen. Der sieht verdammt böse aus. Sorry, dass es hier gerade so dunkel ist. Fängt jetzt auch noch an zu regnen. Aber ich denke mal, man kann ihn trotzdem ganz gut erkennen. Sieht auch irgendwie ziemlich passend aus, weil er auch so unheimlich ist, der Concavenator. Böse der ist. Den will man im Dunkeln nicht begegnen. Auch einer meiner Favoriten, muss ich sagen. Von den Fleischfressern. Auch sehr schnell unterwegs. Der kann, glaube ich, auch ziemlich fies angreifen. Hat auch einen relativ kleinen Wenderadius. Also der ist sehr beweglich. Kann springen. Mal gucken, wie viel Schaden der dann später macht. Und hier haben wir schon den nächsten Fleischfresser. Nämlich den Daspletosaurus. Sieht auch ziemlich cool aus. Sieht so ein bisschen aus wie ein etwas kleinerer Rexy. Kann er auch schön ändern. Oh, hier auch mit den Stacheln auf dem Kopf. Was feiere ich ja immer richtig. Ziemlich nice. Die Skins kann man auch durchschalten natürlich. Na gut, die brauchen natürlich jetzt wieder einen Moment zum Laden. Warten wir den Skin mal eben ab. So. Ah, die sehen schon toll aus, die Skins alle, ne? Hammer. Bin echt sehr gespannt, wie viel es dann später geben wird, was man machen muss, um die freizuschalten und so. Weil das lohnt sich halt wirklich, wenn die so cool aussehen, ne? Und hier haben wir einen schönen gefiederten, fiesen Raptor, nämlich den Deinonychus. Der ist auch spielbar, das heißt, den werdet ihr gleich auch noch in-game sehen. Oh, den kann man sogar so richtig Federn am Kopf verpassen. Ziemlich cool. Ich würde sagen, den gucken wir uns jetzt mal in Action an. Und da haben wir ihn. Sieht so ein bisschen aus wie ein kleiner Häuptling mit seinen Federn am Kopf. Sein Schweif ist auch ziemlich cool. Der ist natürlich auch sehr klein, sehr beweglich, sehr wendig. Hat
wahrscheinlich ziemlich viel Ausdauer. Können wir sogar testen, wenn ich hier die Leiste anmache. Ja. Die geht sehr langsam runter. Und ich glaube, gucken, wie schnell sie regeneriert. Ist ja auch egal. Das wird sich sowieso später, wenn das Spiel rauskommt, noch alles so ein bisschen anpassen. Weil man muss ja die Dinos dann erstmal in Action sehen und dann ein bisschen balancen. Nicht, dass dann ein Dino stärker ist als der andere. Aber ich bin ja sowieso von solchen kleinen Raptoren großer Fan, muss ich sagen. Da kann man nämlich auch immer schön auf diese Klippen rauf, ohne dass man jetzt groß bedroht wird von irgendwelchen Rexys oder so. Das finde ich auch süß. Mega cool. Also der Deinonychus, auch einer meiner Favoriten. Und hier haben wir direkt den nächsten kleinen gefiederten Raptor, nämlich den, boah, das werde ich falsch aussprechen, Lateni Venatrix. Auch mega cool. Den kann man auch spielen. Das heißt, den werdet ihr gleich auch in Action sehen. Sieht dem Deinonychus schon ähnlich, aber doch irgendwie ein bisschen anders. Aber die sind wahrscheinlich hier sehr nah miteinander verwandt. Und da haben wir ihn schon in-game. Sieht auch böse aus, ne, wenn er so faucht. Sehr cool. Ist auch natürlich klein, wendig. Wahrscheinlich von den Eigenschaften ähnlich wie der Deinonychus, wenn man ihn dann später spielt. Klingt aber auch ziemlich bedrohlich, muss ich sagen, wenn man so diesen aggressiven Schrei macht. Wir machen den nochmal. Boah, das sieht schon böse aus. Next ist der Metriacanthosaurus. Und ich muss sagen, der sieht auch verdammt cool aus. Hier unten mit diesem, ist auch so ein Kamm, ne? So ein Hahnkamm so ein bisschen. Hammer. Und auch die Färbung sieht cool aus. Also hier gibt es auch ziemlich coole Skins. Wenn man sich da mal so durchklickt. Das ist echt nice. Schauen, wie wir den verändern können. Das sieht ja auch nice aus hier oben an der Nase, dass er dann noch solche Höcker bekommt. Und sogar Härchen. Mega cool. Schade, dass man den noch nicht anspielen kann. Ja, als nächstes haben wir dann natürlich wieder ein Favorite von den meisten Leuten, nämlich den Spinosaurus. Den kann man auch schon spielen. Das heißt, den werden wir gleich nochmal kurz in Action sehen. Der kann auch schwimmen und Fische fangen und sowas. Ziemlich cool. Aber die kann man optisch auch so cool anpassen. Hier ändert sich halt auch alles. Hier hinten das Segel, da oben das Segel, der Kopf. Ah, das ist schon Hammer. Finde ich richtig cool. Und da haben wir den Spinosaurus. Wahrscheinlich einer der Dinosaurier, die ganz oben an der Nahrungskette stehen. Sieht auch heftig aus, ne? Schreien kann er auch wie ein ganz großer. Und natürlich auch schwimmen und ja, Fische fangen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt hier auf der Karte schon Fische gibt. Ich glaube nicht. Das werden wir dann gleich mit dem Suchomimus, der wahrscheinlich als nächstes kommt, ausprobieren. Aber trotzdem, also auch definitiv einer meiner Favoriten. Ich finde es übrigens auch cool, dass man so viele Animationen hat. Ist auch richtig gut gemacht. Und die Grafik von Path of Titans, darüber brauchen wir gar nicht zu reden. Die sieht so verdammt gut aus. Hier auf der Karte herrscht so eine schöne Atmosphäre. Das ist echt wirklich, wirklich toll. Hinlegen können wir uns auch. Also auch einer meiner Favoriten. Der Spinosaurus. Und dann sind wir schon beim letzten spielbaren Dinosaurier angekommen. Nämlich, habe ich ja gerade schon gesagt, dem Suchomimus. Das sind jetzt 18 Stück gewesen. Richtig krass, ging irgendwie voll schnell vorbei. Aber da kommen auch bald noch mehrere, also mehr. Oh, hier kann man gar nicht umschalten, sehe ich gerade. Glaube ich, der erste, wo es nicht geht, ne? Ah, macht ja nichts. Gucken wir uns den mal in-game an. So, da haben wir ihn. Sieht auch verdammt gut aus. Wir können natürlich auch jetzt hier schwimmen und untertauchen. Und vielleicht mal einen Fisch fangen, wenn es schnell geht. Wahrscheinlich kriege ich das jetzt auf die Schnelle nicht hin. Ich werde es mal versuchen. Ein richtig cooler Dino. Ich mag aber sowieso gerne die Dinosaurier, die auch halb im Wasser gelebt haben. Großer Fan von. Habe ich ihn bekommen? Ja, ich habe es geschafft. Wow, first try. Nicht schlecht. Da haben wir einen riesigen Katzenwels oder so gefangen. Ziemlich cool. Den werde ich jetzt genüsslich verspeisen. Und dann kommen wir nochmal zu einem kleinen Schlusswort. So, da esse ich ihn. Bevor wir zum Schlusswort natürlich kommen, schreibt nochmal gerne rein, welcher von den 10 Fleischfressern, die ich euch gerade gezeigt habe, euer Favorit ist. Würde mich sehr interessieren. Und jetzt kommen wir nochmal zu ein paar weiteren Infos zu Path of Titans. So, jetzt kommen wir nochmal zu einer kleinen Liste von Dinosauriern, die noch in das Spiel kommen werden, nach und nach, wenn das Spiel dann released ist. Die wurden alle durch das Crowdfunding-Goal, also so ein Spendenziel von Path of Titans, freigeschaltet. Und die sollen dann halt, sobald das Spiel released ist, mit dem Lauf der Zeit auch in das Spiel kommen.
ist eine sehr lange Liste. Da sind auch viele Namen bei, die ich gar nicht kenne. Aber deswegen bin ich noch mal umso mehr gespannt, was wir dann noch so alles an Dinosauriern bekommen werden. Und zu dieser Liste können auch noch weitere Dinosaurier hinzukommen. Also es erwartet uns sehr viel Content für Path of Titans. Ich freue mich mega auf das Spiel, ich kann es kaum erwarten. Ist ja auch gar nicht mehr so lange. Eigentlich sind es nur noch irgendwie 3,5 Monate oder so. Und ich halte euch, was News angeht zu Path of Titans, auf jeden Fall auf dem Laufenden. Falls euch dieses Video gut informiert haben sollte, würde ich mich selber ein Däumchen freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.